Morgen Leute, Dienstagmorgen, 6:45 Uhr und wir entschlossen uns doch nach Bangsabanh zu fahren. Wetter ist momentan ganz gut und hier herrscht ein wenig Hektik. Wir packten die Sachen erst heute Morgen ein. Kalt zieht ihre Jacke an, mir ist das zu warm. Der kleine Rucksack muss noch ins Stopcase und ich nehme meine Brusttasche mit, die wasserdichte fürs Handy. Und Kalt vergaß wieder ein Schönheitsmittelchen. Es sieht recht gut aus heute Morgen, aber das kann sich auch schnell wieder ändern und auf den Wetterbericht ist absolut kein Verlass. Soweit so gut, die Packtaschen sind befestigt und die Kamera kommt in den kleinen Rucksack und dann kann die Fahrt losgehen. Schnell fahren kann ich eh nicht, Höchstgeschwindigkeit mit Koffer und Topcase 100 Kilometer laut Hersteller. Ja, erster Stopp nach 22 Kilometern. Erstmal sehen, dass wir was zwischen die Zähne bekommen. Die Patchkasse im Rot und wir tuckern gemütlich vor uns hin. Die kleine Honda tut sich doch schwer mit zwei Personen und dem Gepäck. Ist okay. Kai hat wahrscheinlich schon geordert. Und recht kühl am Morgen ohne Jacke. Macht einfach Spaß, wieder mal unterwegs zu sein. Geil meckert, weil ich keine Jacke anhabe. Zwei Portionen Patabau, einmal mit einem Spiegelei und zwei Süppchen, 85 Spat. Zweiter Boxenstopp heute. Wir sind auf einer Tankstelle kurz vor Bangsabanh Neu. Ich stante ein paar Liter Sprit bei und trinke meinen Kaffee im 7-Eleven. Kai vergaß mal wieder die Zahnbürsten einzupacken. Sie vergisst die Zahnbürsten nie. Das ist eine Marotte von ihr. Jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, neue Zahnbürsten zu kaufen. Ich finde sie mal wieder nett. Sie war noch gar nicht im 7, trieb sich hier draußen rum, sondierte die Lage. Auf geht's in den 7, Teil 2. Zahnbürsten. Heute sehr entscheidungsfreudig. Okay, Kaffee geht auch noch mit. Sie nahmen den kleinen Tauchsieder wieder mit. Die Becher für den heißen Kaffee sind alle. Kai orderte neue 14 Watt pro Plastikbecher. Tja, ja. Ja, Kai nahm sich irgendwie eine andere Marke. Und ich glaube, es ist keine Ahnung was. Hm? Ja, Silburi, du halt. Kann ich auch gleich Zigaretten mitnehmen. Ah, das Ganze war für 166 Watt. Und jetzt muss ich erstmal auf dem Handy nachgucken, wo sich das Ressort befindet. Jetzt kann ich die Katze aus dem Sack lassen. Einer meiner Abonnenten, der Pierre, betreibt in Bangsabanh ein Ressort. Und er lud uns ein, dort einige Tage zu verbringen. Die Fahrt auf der Patchkasem war nicht so interessant. Vielleicht kann Kai auf der Strecke zum eigentlichen Ressort etwas aufnehmen. Mal sehen.
heute Abenteuer pur. Hier musste ich durch. Karl musste absteigen. Glück gehabt, dass ich überhaupt durchkam mit dem Gepäck. Zu schwer die Kiste. Ja Leute, wir kamen heil in Piers Ressort an. Und mehr dazu in einem der nächsten Videos. Das letzte Stück war ein wenig beschwerlich. Ihr müsst nicht glauben, dass es immer so aussieht, aber seit 2-3 Tagen heftige Regenfälle, die jetzt hoffentlich vorbei sind. Und dementsprechend ist das Gelände ein wenig überflutet. Normalerweise wesentlich leichter zu erreichen. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.